Serienjunkies, aufgepasst! Ich starte hier auf meinem Kanal ein neues Format und ich nenne es Queen of Stream. Heute starte ich mit dem Netflix-Hit Ginny und Georgia und ja, seid gespannt. Zuerst muss ich eine kleine Spoilerwarnung aussprechen. Ich werde meine Meinung zu dieser Serie sagen. Ich versuche so wenig wie möglich zu verraten, aber natürlich muss ich ein paar Dinge erzählen, um euch halt etwas über diese Serie berichten zu können. Diese Serie, die läuft in 10 Folgen, ungefähr einer Dreiviertelstunde und es ist wirklich spannend und bleibt unbedingt dran. Ja, ihr müsst euch diese Serie einfach so ansehen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Es gibt zwei Hauptcharaktere, einmal Ginny und Georgia. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich Georgia ein bisschen interessanter finde. Sie ist die Mutter von Ginny. Sie ist aber allerdings immer noch relativ jung. Ginny spielt so eine 16-jährige Teenagerin. Und ich bin einfach schon so ein bisschen aus diesem Teenageralter raus, deswegen finde ich die Mama interessanter, aber sie ist wirklich als Person auch eine sehr, sehr interessante Darstellerin oder ein sehr, sehr interessanter Charakter. Es geht viel um Mord, unter anderem auch um Morde, die die Mama begangen hat. Ja, es werden Themen wie Rassismus oder Gehörlosigkeit aufgegriffen, was ich sehr schön finde, auch wenn für meinen Geschmack das Thema Rassismus ein bisschen zu kurz kam. Man ist immer wieder drauf eingegangen, was mir wiederum sehr gut gefallen hat. Georgia und Ginny und der kleine Bruder von Ginny, Austin, die ziehen in eine neue Stadt. Und diese neue Stadt scheint nahezu perfekt zu sein, aber mit der Zeit kriegt man so mit, dass auch in dieser Stadt nicht alles perfekt ist. Auch wenn es vielleicht schon besser ist als in anderen Städten, wo die Familie vorher gelebt hat. Ja, es geht um Teenager-Drama. Ja, Ginny hat eine neue Freundin, Max. Max finde ich als Charakter auch sehr interessant. Max verliebt sich in ein anderes Mädchen und ja, da gibt es ein bisschen Drama. Und das noch viel größere Drama erlebt allerdings Ginny. Denn Ginny verliebt sich auch gleichermaßen irgendwie gefühlt in zwei Typen. Wobei in dem einen mehr als in den anderen. Und dann gibt es Stress. Der eine ist lieb, der andere ist nicht so lieb. Und ja, letztendlich muss man sich selbst überlegen, so mit wem sollte sie jetzt zusammen sein und mit wem nicht. Ich habe da schon eine Meinung. Ich mag tatsächlich beide Typen nicht. Würde mich mal interessieren, falls ihr die Serie geschaut habt, ob ihr sowohl Marcus als auch Hunter nicht mögt. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich glaube, man soll Hunter mehr mögen, aber ehrlich gesagt finde ich ihn als Charakter auch nicht so hundertprozentig sympathisch, auch wenn er viele Dinge macht, die man so als Traumboy eigentlich so machen sollte. Aber irgendwie, ja, fühle ich mich da auch nicht so ganz angesprochen. Ja, die Mama, die finde ich, ist der absolute Wahnsinn als Charakter. Also sehr, sehr interessant. Wirklich eine aufregende Vergangenheit, was ich allerdings auch ein bisschen traurig finde. Also schon sehr traurig. Also sie wurde in ihrer Kindheit missbraucht. Das wird auch Thema dieser Serie und was es für Auswirkungen für sie hat. Ja, dadurch ist sie sehr intrigant geworden, versucht allerdings irgendwie halt nur zu überleben. Also ich bin da in so einem kleinen Zwiespalt. Auf der einen Seite ist mir die Mama sympathisch, weil ich auch ein bisschen Mitleid mit ihr habe. Und auf der anderen Seite kann ich halt auch verstehen, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Aber wiederum ist das, was sie macht, natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Wo man sich auch denkt, okay, ich möchte mit dieser Person zum Beispiel nicht befreundet sein, weil ich wirklich richtig Angst hätte. Dann gibt es noch eine Reihe von Männern, die sich auch für die Mama interessieren. Also vieles geht so um Beziehung und Partnerschaft und Zukunft. Und zwischendrin ist der kleine Austin, der mir einfach total leid tut. Das ist quasi ja ihr jüngstes Kind und der kleine Bruder von Ginny. Und irgendwie kommt der mit der Situation nicht ganz so gut zurecht und macht halt Dinge, die die Mama ihm beigebracht hat, die man vielleicht auch nicht unbedingt machen sollte. Ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr aufregende Serie. Es gibt eine Darstellerin oder einen Charakter, den ich sehr, sehr gerne mag. Das ist Brasha, heißt sie, glaube ich. So wird die ausgesprochen. Die kommt meiner Meinung nach aber leider auch ein bisschen zu kurz. Also sie ist so für mein Gefühl so die sympathischste Person in dieser ganzen Serie, auch wenn sie nur kurz zu sehen ist. Also die einzige Rolle, die diese Person quasi hat in der Serie, ist, auf das Thema Rassismus aufmerksam zu machen und so die liebe Person zu sein, die Ginny so ab und zu mal zur Seite steht. Ich finde, diese Rolle hätte man doch deutlich mehr ausbauen können, weil Brasha ist mir irgendwie sympathisch und ich finde, man hätte noch mehr schöne Sachen so von ihr zeigen können und aus ihrem Leben. Also ich denke, das hätte die Serie noch weiter bereichert. Da würde ich mich freuen, wenn in einer weiteren Staffel diesem Charakter mehr Raum gegeben wird oder dass es diesen Charakter in der nächsten Staffel überhaupt noch gibt.
Das wäre sehr, sehr schön. Jetzt möchte ich auch noch ein etwas problematisches Thema ansprechen und dabei geht es um selbstverletzendes Verhalten. Es wird immer wieder in dieser Serie gezeigt, wie Ginny sich selbst verletzt. Ich habe das am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden. Ich habe nur gesehen, wenn sie irgendwie eine aufregende Situation hatte oder irgendwas, was sie belastet hat, dass sie halt hinter ihrer Zimmertür runtergegangen ist zu Boden, sich die Hose ausgezogen hat und da irgendwie mit dem Feuerzeug rumgespielt hat. Ich habe erst später verstanden, dass sie sich dabei eigentlich so ein bisschen die Haut anzündet oder halt anbrennt. Und ich finde, dass das in dieser Serie für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig thematisiert worden. Es ist zwar so, dass an einer Stelle Marcus sie darauf anspricht und halt auch erzählt, dass er schon mal eine Therapie gemacht hat und auch Tabletten genommen hat und es ihm dann halt besser ging. Aber irgendwie wird in dieser ganzen Serie nicht wirklich eine Lösung für das Problem von Ginny präsentiert, sodass ich mir vorstellen könnte, gerade wenn jüngere Zuschauer sich diese Serie anschauen, dass sie vielleicht denken, dass das eine ganz normale Reaktion ist und dass es vielleicht keine Hilfe gibt. Und das finde ich sehr schade. Ich finde, da sollten die Serienproduzenten mehr darauf achten, dass da halt eher noch eine Lösung präsentiert wird oder zumindest mehr Angebote angezeigt werden, was man machen könnte. Es wird einmal zwischendrin eingeblendet, wohin man sich wenden kann, also irgendwie so eine Internetadresse, wenn es einem nicht so gut geht, aber irgendwie war mir das halt leider ein bisschen zu wenig. Eine andere Stelle, die ich auch ein bisschen problematisch fand, auf die überhaupt gar nicht mehr eingegangen wurde, war, dass die Freundin von Ginny sich so ein bisschen das Bein halt abgeklebt hat, also den Oberschenkel, weil sie wollte, dass der dünner aussieht. Also sie hat sich so im Spiegel angeguckt und für sie sah das halt zu dick aus und deswegen hat sie sich das halt so abgeklebt. Ich glaube, das war auch ein Panzertapeband oder so und hat danach wieder die Hose angezogen. Und es ist super gefährlich, wenn man sich etwas so eng halt abklebt und da wurde halt überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Es wurden auch keine negativen Folgen gezeigt oder nichts. Sie hätten für meinen Geschmack wenigstens zeigen können, dass da irgendwie die Freundin dann halt Probleme dadurch kriegt, dass irgendwie, dass sie umkippt oder sowas. Aber da ist gar nicht mehr drauf eingegangen worden, was ich sehr, sehr schade finde. Es wurde halt einfach nur dargestellt, so als gegeben, so, ja, das ist halt so. Da würde ich mir halt für zukünftige Staffeln noch mehr wünschen, weil das für mich so ein bisschen dieses ganze Thema eher romantisiert, als es als problematisch darzustellen. Ja, falls es euch nicht so gut geht, werde ich hier irgendwie da oder da jetzt hier nochmal Nummern einblenden, an die ihr euch wenden könnt. Es gibt Hilfe und bitte macht nichts, was euch nicht gut tut. Also das ist mir nochmal hier wichtig an der Stelle zu sagen und ja, deswegen wollte ich das hier in dem Video auch nochmal aufnehmen. Es gibt eine andere Stelle, wo Ginny und die Mama sich unterhalten und da offenbart die Mama der Ginny, dass sie in ihrer Kindheit halt missbraucht wurde. Und Ginny denkt, dass die Mutter dadurch stärker geworden ist. Was mir hier allerdings sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass quasi die Georgia, also die Mama von Ginny, an dieser Stelle gesagt hat, dass es sie nicht stärker gemacht hat, sondern sie geschwächt hat und sie höchstwahrscheinlich viel stärker gewesen wäre, wenn sie diesen Missbrauch nicht erlebt hätte. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass sie es an der Stelle so dargestellt haben, da ich denke, dass häufig halt einfach das Missverständnis besteht, dass wenn jemand etwas Schlimmes durchgemacht hat, dass die Personen gestärkt daraus hervorgehen. Und das ist halt in der Realität leider einfach nicht der Fall. Ja, jetzt komme ich zu meinem Fazit zu der Serie. Also insgesamt fand ich die Serie wirklich sehr, sehr spannend. Gerade so Intrigen, doch auch dieses Teenager-Leben ein bisschen, aber auch, dass die Mutter so viel auch in ihrem Leben gezeigt wurde, ist das meiner Meinung nach eine Serie, die halt Teenager anspricht, aber halt auch Leute, die so im jungen Erwachsenenalter sind. Ja, also ist wirklich eine gelungene Serie, gefällt mir persönlich auch ein bisschen besser als 13 Reasons Why, weil ich mich dadurch ein bisschen besser angesprochen fühle. Es wurden halt noch mehr Themen thematisiert halt, wie zum Beispiel das Rassismus-Thema oder das Thema Gehörlosigkeit und insgesamt, ja, fand ich diese Serie halt wirklich sehr nett anzusehen, sehr spannend. Das, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass halt ganz, ganz viele Fragen offen geblieben sind, zum Beispiel, was ist mit Austins Vater oder was hat die Mama alles überhaupt gemacht? Also es kommt halt immer mehr ans Tageslicht, aber wir haben halt alle, glaube ich, ganz, ganz viele offene Fragen. Und da würde ich mir halt wünschen, dass in der zweiten Staffel davon ein bisschen mehr aufgeklärt wird. Allerdings ist es ja auch logisch, dass man einen Cliffhanger quasi einbaut,
und man sich fragt, wie es halt weitergeht, so dass man halt auch noch Stoff für eine zweite Staffel hätte und dass die Leute sich halt auch noch eine zweite Staffel anschauen. Also für mich gibt es eine absolute Anschauempfehlung. Ich würde die Staffel auch wieder schauen und ja. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Format hier, Queen of Stream. Und ihr könnt mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wie euch diese Folge gefallen hat. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Fred. Tschüss.